Name ist Heinz Fassmann, ich bin in Düsseldorf zur Welt gekommen. 1955 ist mein Geburtsjahr. Sie können sich ausrechnen, wie alt ich schon geworden bin. Bin dann in Wien in die Schule gegangen, habe auch hier studiert, war dann Professor in München an einer US-amerikanischen Universität und in Wien lange Zeit und bin seit 2017 mit einer Unterbrechung im letzten Jahr Bildungsminister. Was würden Sie sagen, was sind Ihre drei großen Ziele oder Ihre großen Ziele als Bildungsminister in Ihrer zweiten Amtszeit? Ja, was ich gern erreichen möchte, ist, wenn Sie so wollen, ein Bildungssystem, welches fair ist, fair zu den Schülern und Schülerinnen. Ein Bildungssystem, welches auch fördert die Talente und Qualifikationen der Kinder. Und letztlich muss ich auch darauf achten, dass es ein finanzierbares Bildungssystem bleibt. Ich hätte gern, dass vielleicht mir es gelingt, dass man irgendwann einmal sagt, der Fassmann hat einen guten Job gemacht. Wir waren eigentlich alle ganz zufrieden mit ihm. Sowas wie ständige Erneuerung und Verbesserung ist mir wichtig. Und nicht zu glauben, mit einer politischen Maßnahme kann man alles verändern. Ich glaube mal in Latein. Wissen Sie noch, wann das war? Es war irgendwann in der Pubertät, wo ich mehr Basketball gespielt habe und weniger Latein-Vokabeln gelernt habe. Ich glaube, da ist sich einmal ein Fünfer bei einer Schularbeit ausgegangen. Migrationsministerin Raab überlegt, dass das Kopftuchverbot künftig auch für Lehrerinnen gelten soll. Wie stehen Sie zu diesem Vorstoß und wie viele Lehrerinnen in Österreich werden davon tatsächlich betroffen? Also wir haben viele Reformvorhaben in unserem Regierungsprogramm und ich möchte gerne die Dinge prioritär behandeln, die im Regierungsprogramm verankert sind und die sozusagen auch anstehend sind. Und das Kopftuchverbot für Lehrerinnen ist in dem Fall nicht im Regierungsprogramm? Ist noch nicht im Regierungsprogramm. Ich lese zurzeit Dirk Nowitzki, seine Biografie. Auf Netflix schaue ich? Gar nicht, ich habe kein Abo. Mein liebster Sport, Sie haben es gerade schon mit der Biografie wahrscheinlich beantwortet. Ja, war Basketball. Das geht sich heute gesundheitsbedingt nicht mehr ganz aus. In meiner Freizeit mache ich am liebsten? Ich pflege meinen Garten. Nach dieser Amtszeit werde ich einmal... Nach meiner Amtszeit wäre ich, glaube ich, ein zufriedener Mensch, der von seiner Pension hoffentlich leben kann. Cola oder Wein? Regionalzüge. Bier. Mein Arbeitstag dauert im Schnitt bis... 19, 20 Uhr. Immer ein bisschen zu lang.